Rage on that beat, going crazy. Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute zeige ich euch, wie man einen Hefequarkkranz herstellt. Ein Hefekranz, das ist ein gesüßter, meist fetthaltiger Hefeteig, der in zwei, drei oder mehr Teile geteilt wird und dann zu Strängen gerollt. Aus den Teigsträngen wird dann ein Zopf geflochten, der auch zu einem Kranz geschlossen werden kann. Die Kunst der Herstellung liegt neben dem eigentlichen Zubereiten auch in den aufwendigen Flechtmustern, die beim Flechten mit mehr als drei Strängen entstehen können. Vor dem Backen wird er dann mit Milch oder mit Eiern bestrichen, sodass eine schöne Bräunung entsteht, und er kann natürlich auch mit gehobelten Mandeln oder mit Hagelzucker bestreut werden. Nach dem Abkühlen wird der Hefezopf dann in Scheiben geschnitten und mit Butter und Marmelade verzehrt. Oft wird der Hefezopf auch mit Rosinen, Schokolade oder Gewürzen verfeinert oder mit verschiedenen Füllungen wie beispielsweise Nüssen oder Mohn gefüllt. Hefekränze werden oft zu besonderen Anlässen wie zum Osterfest oder zu Neujahr oder auch zu Taufen gebacken und können als Tischdekoration dienen. Zu diesen Anlässen werden die geflochtenen Zöpfe vor dem Backen zu Gebilden wie zum Beispiel Brezeln, Körbchen, Nestern oder Sternen gelegt und unter Umständen nach dem Backen dem Anlass entsprechend mit gefärbten Eiern oder Früchten oder anderen dekorativen, meist essbaren Gegenständen gefüllt. Im westlichsten Bundesland Österreichs, dem Vorarlberg, werden Hefezöpfe zu Neujahr rund geformt. Im Großteil Österreichs und auch Bayerns verschenkt man am 1. November einen zwei- bis dreifachen Zopf als Allerheiligenstriezel. In der Schweiz wird der Zopf aus ungesüßtem Hefeteig mit Zusatz von Butter und Milch gebacken und viersträngig geflochten. Mit Butter und Konfitüre oder Honig ist der Zopf das Standardfrühstück am Sonntag und wird deshalb auch Sonntagszopf, also Sonntagszopf genannt. Das Teigrezept für die Schweizer Variante des Dreikönigskuchens ist praktisch identisch mit dem in Deutschland und in Österreich üblichen Hefezopf. In Oberfranken gilt der Hefezopf in runder Form als traditionsreiches Ostergebäck und wird dort Eierring genannt. Traditionell wird er auch zu Taufen überreicht. Das Patenkind erhält einen in weißes Tuch eingeschlagenen Eierring, in dessen Mitte 12 gefärbte Ostereier liegen, und jedes symbolisiert einen Monat des Jahres. In der Oberpfalz gibt es den Brauch des Striezelschenkens. Der Tauf- oder Firmpate schenkt seinem Patenkind einen Allerheiligenstriezel, also einen großen Hefezopf. Der Feiertag Allerheiligen wird mancherorts auch als Spitzeltag bezeichnet. Man sieht in zopfförmigen Gebilden Grabbeigaben früherer Zeit. Diese Totenopfer wurden allmählich durch Geschenke an Arme oder an Kinder ersetzt. Im Rheinland schneidet man am Neujahrsmorgen die Neujahrsbrezel an, ein zu Brezel geformter Hefezopf, der mit gehobelten Mandeln und Hagelzucker bestreut ist. In Sachsen gibt es sowohl süße Hefezöpfe als auch Hefezöpfe aus einer Art Brötchenteig. Viele Bäcker stellen auch Mohnzöpfe in beiden Varianten her. Und in Tschechien ist er als Weihnachtszopf bekannt. Er wurde traditionell am ersten Weihnachtsfeiertag gegessen. Seit vielen Jahren wird er allerdings das ganze Jahr über gebacken, besonders aber in der Vorweihnachtszeit. Hefe ist ganz wunderbar und kann vielseitig eingesetzt werden. Wein, Bier und Brot sind Produkte, die durch Hefegärung ermöglicht werden. Ein Beginn der Hefeverwendung wird vor 13.000 bis 9.800 Jahren vermutet. Etwa seit dem dritten vorchristlichen Jahrtausend wurde Bier in Griechenland unter Einsatz von Hefe hergestellt. Belege für eine Verwendung von Backhefe für Brotprodukte bestehen für die Zeit ab 1500 bis 1300 vor Christus in Ägypten und ab 300 bis 500 vor Christus auch in China. Ein Hefner, im mittelalterlichen Brauwesen ein eigenständiger Beruf, pflegte und vermehrte die Hefe auch über die Braupausen hinweg. Die Bäcker erhielten dann die obergärigen Hefen von den Brauereien,
Die Hefen ermöglichten die Herstellung von süß fermentierten Broten, wie zum Beispiel der Kaisersemmel. Mit Hefe als Backtriebmittel kann Brot von sehr viel feinerem Geschmack hergestellt werden, als zum Beispiel mit Sauerteig, bei dem nämlich neben Hefen auch unter anderem Milchsäurebakterien an der Gärung beteiligt sind, die das Brot automatisch ein wenig saurer machen. Mitte des 19. Jahrhunderts stiegen immer mehr Bierbrauer von obergäriger auf untergärige Hefen um. Diese eignen sich jedoch nicht in derselben Weise zum Brotbacken. In der Folge führte die große Nachfrage zur industriellen Produktion von Backhefe außerhalb des Brauprozesses. Hefe wird als gepresste Frischhefe, als Trockenhefe oder auch als Flüssighefe angeboten. Ein typisches 7-Gramm-Päckchen Trockenhefe, so wie es im Einzelhandel angeboten wird, hat ungefähr dieselbe Gärkraft wie ein halber 42 Gramm Frischhefewürfel. Gewöhnliche Frischhefe behält bei einer Lagertemperatur von 2 bis 8 Grad für 10 bis 12 Tage die volle Triebkraft. Die Haltbarkeit von Trockenhefe liegt bei ungefähr einem Jahr. Frische Backhefe erkennt man an einer hellen, meist gelblichen Farbe. Sie hat einen angenehmen Geruch, einen süßlichen, intensiven Geschmack und einen festen, muschelartigen Bruch. Alte Backhefe hingegen ist braungrau, rissig oder bröckelig und hat einen zunehmend bitteren Geschmack und einen sehr unangenehmen Geruch. Die Haltbarkeit frischer Backhefe kann durch das Einfrieren verlängert werden. Bei entsprechend geringer Portionierung, zum Beispiel einem halben Würfel, das sind 21 Gramm, das reicht ungefähr für 500 Gramm Mehl, kann die Hefe auch zur Verarbeitung direkt aus dem Gefrierfach dem Mehl hinzugegeben werden. Alles, was die Hefe braucht, um gut arbeiten zu können, ist Zucker und die richtige Temperatur. Die beste Temperatur für die Gärung, auch Trieb genannt, liegt bei ungefähr 32 Grad. Bei Temperaturen über 42 Grad jedoch stirbt die Backhefe ab und ja, hat halt keine Triebkraft mehr. Eine Alternative zur Verwendung der Backhefe wäre Backferment. Backferment ist ein Handelsprodukt, das aus einem speziellen Sauerteig besteht. Dieser Sauerteig wird aus Weizen, gelben Saaterbsen und Honig hergestellt und wird als Triebmittel bei der Brotherstellung verwendet. Diese Brote zeichnen sich dann durch ihren relativ mild säuerlichen Geschmack aus. Mit Backferment lassen sich auch Getreidesorten wie Hirse, Reis oder Gerste zu gelockertem Brot verarbeiten. Allerdings ist der Gärprozess schwer kalkulierbar. Wir benutzen heute aber kein Backferment, wir benutzen frische Hefe und zaubern daraus einen luftig leckeren Hefequarkkranz. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Für unseren Kranz benötigen wir 500 Gramm Mehl, 250 Milliliter lauwarme Milch, 100 Gramm Zucker, einen halben Würfel Hefe, 75 Gramm Butter, einen Teelöffel Salz und ein Ei. Für die Füllung brauchen wir 200 Gramm Magerquark, ein Ei, ein Esslöffel Zucker und außerdem Mehl für die Arbeitsfläche und ein Ei zum Bestreichen. Damit unsere Hefe gut arbeiten kann, müssen wir die Milch anwärmen. Sie darf nicht zu heiß sein. Die Milch sollte ungefähr 32 bis 35 Grad haben. Das ist die perfekte Temperatur für die Hefe. Wäre sie heißer, also zumindest heißer als 42 Grad, würden die Hefekulturen absterben und der Teig würde dann nicht mehr aufgehen. Als nächstes gebe ich dann das Mehl, den Zucker, Salz, Eier und Butter in eine große Rührschüssel. Wundert euch bitte nicht, ich mache hier in diesem Video die doppelte Menge, also die Menge für zwei Hefekränze. Dann kommt die Hefemilch dazu und mit einem elektrischen Handrührgerät knete ich alles zu einem festen Teig. Ihr müsst übrigens die Knethaken benutzen und nicht die Rührstäbe und passt auch auf, dass ihr die Knethaken richtig rum reintut, weil sich sonst der Teig hocharbeiten würde an den spiralenförmigen Knethaken und vielleicht in den Motor gelangt. Ihr müsst euch ein bisschen Zeit lassen zum Kneten, denn der Teig muss so richtig lange geknetet werden, damit sich das Gluten schön löst und unser Zopf
bzw. unser Kranz dann später eine schöne Struktur bekommt. Der Teig sollte dann am besten abgedeckt werden mit einem sauberen Küchentuch oder mit Frischhaltefolie. Wenn ihr Frischhaltefolie benutzt, dann stecht mit einer Gabel ein, zwei Löcher rein, damit die Gase entweichen können. Der Teig sollte jetzt mindestens eine Stunde gehen, so dass er sein Volumen verdoppelt. Jetzt können wir auch schon mal den Ofen vorheizen. Wir brauchen Umluft 170 Grad. Wenn der Teig dann schön aufgegangen ist, lege ich ihn auf eine bemehlte Arbeitsfläche und roll ihn mit dem Nudelholz rechteckig aus. Jetzt kommt die Füllung auf den ausgerollten Teig. Ich verstreiche die und ich schaue, dass ich auf einer Längsseite einen Rand lasse. Denn gleich werde ich den Teig zusammenrollen und dann quetscht es etwas von der Quarkmasse nach vorne. Nun schneide ich die Rolle einmal in der Mitte längs mit dem Messer ein, damit sich zwei Stränge ergeben. Man könnte auch drei Stränge schneiden und mit drei Strängen flechten. Jedoch aufgrund dessen, dass der Zopf gefüllt ist, läuft die Quarkmasse so ein bisschen raus und dann tut man sich einfach leichter, wenn man nicht zu viele Stränge hat. Ich lege die Stränge dann einfach übereinander und forme den Teig zu einem Kranz. Und zum Schluss wird der Kranz noch mit verquirltem Ei bestrichen. Das ist gut für die Farbe und kann dann auch schon in den Backofen, wie gesagt, bei 170 Grad, ca. 35 Minuten. Als Glasur möchte ich eine ganz einfache Zuckerglasur machen. Dazu nehme ich Puderzucker und ein bisschen heißes Wasser und verrühre es miteinander. Und wenn die Kränze dann fertig gebacken sind, kann man sie noch im heißen Zustand mit der Zuckerglasur einpinseln. Und so sieht unser Quarkkranz aus, wenn er fertig ist. Die Zutaten für dieses Rezept stehen wie immer unten in der Infobox. Dieses und noch viele andere Rezepte findet ihr auch auf meiner Instagram-Seite ymb.happiness. Schaut doch gerne vorbei. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Bitte abonniert diesen Kanal und ich freue mich sehr, euch nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen. Habt bis dahin eine gute Zeit.